Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Gamersinn Tutorial für AutoCAD. In diesem Tutorial lernen wir AutoCAD 2D und AutoCAD 3D. Zunächst müssen wir uns natürlich AutoCAD herunterladen. Das macht ihr am besten bei autodesk.de. Hier können wir eine 30-tägige Testversion herunterladen, wenn wir möchten. Da können wir schon aussuchen AutoCAD. Normalerweise kostet das hier 2000 Euro. Und hier einfach bei AutoCAD kostenlose Testversion und runterladen. Das kann sein, dass ihr natürlich erst einen Account erstellen müsst, bevor ihr die runterladen könnt. Okay, anderweitig, wenn ihr Student seid, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, bei Autodesk Education Community eine kostenlose 3-Jahres-Lizenz zu bekommen. Da müsst ihr euch natürlich hier auch wieder AutoCAD wählen. Und ich melde mich mal kurz ab. Eventuell auch einen neuen Account erstellen, ja. Da müsst ihr dann später angeben, welche Uni ihr studiert oder in welcher Bildungseinrichtung ihr AutoCAD lernt. So, ich tue mich jetzt einloggen hier, denn ich bin Dozent für AutoCAD. Und wenn der dann eingeloggt ist, können wir Autodesk AutoCAD auch schon herunterladen. Und es scheint wohl die Server gerade ein bisschen down zu sein. Okay, geht. Also, ich habe mich eingeloggt und dann kann ich hier schon herunterladen. Download now. Dann wähle ich meinen Lizenztyp. Ich bin ja Schule. Ja, ich nehme jetzt Personal. Die aktuellste Version natürlich, 2019. Also bei den Versionen unterscheidet sich nicht sehr viel. Die meisten Neuerungen kamen eigentlich mit der 2018 Version, aber das ist auch nicht so weltbewegend jetzt, was da Veränderungen gab. Dann wählen wir natürlich unser Betriebssystem und unsere Sprache. Gut, hier sehen wir schon 5 GB, unsere Serial Number. Und dann drücken wir einfach auf Install Now, müssen die Lizenzbedingungen akzeptieren und dann geht's schon los. Der lädt den Installer herunter, den können wir dann schließen, also zumindest starten und dann den Browser schließen, den brauchen wir dann wahrscheinlich nicht mehr. So, wurde alles heruntergeladen. Dann können wir jetzt schon wählen, entweder Werkzeuge und Dienstprogramme installieren oder das Programm selbst installieren. Das wählen wir natürlich jetzt aus. Wir wollen Autodesk AutoCAD installieren und dann werden wir schon hier durch die einzelnen Schritte geführt. Hier unten könnt ihr eure Festplatte auswählen, wo ihr es installieren wollt. Ich nehme jetzt natürlich nicht den C-Ordner, weil ich da nicht so viel Platz habe dafür. Ich schaue mal kurz in meinen Ordner, wie viel Platz ich auf den Festplatten habe. Und zwar werde ich das jetzt auf D installieren. Auf D und Autodesk. Und jedes Mal, wenn ein Update kommt, wird Autodesk automatisch den Ordner wählen, um neue Updates da rein zu installieren. Dann klicken wir einfach auf Installieren. Und die Installation beginnt. Das kann natürlich wieder ein bisschen dauern, je nach Internetverbindung. Beziehungsweise, wenn ihr eine gute Internetverbindung habt, dann kann das natürlich auch am Server von Autodesk liegen, wenn das ein bisschen langsamer geht. Also hier sagt jetzt 1 Stunde, 6 Minuten, aber ich hoffe mal, dass es ein bisschen schneller wird mit der Zeit. So, die Installation ist bei mir jetzt abgeschlossen und jetzt sehen wir auch schon das Fenster, was alles installiert wurde. Und hier können wir unten rechts auf Fertigstellen klicken. So, Sie müssen das System neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Dann werde ich das System jetzt neu starten und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und wir starten AutoCAD. Der erste Start kann ein bisschen dauern. Aber wenn das einmal gestartet hat, geht es dann beim nächsten Mal ein bisschen schneller. Bei der Lizenzprüfung kann es sein, dass er erstmal ein bisschen meckert. Hier müssen wir erstmal den Datenschutzrichtlinien zustimmen. Und dann wird die Lizenz aktiviert. Sollte jetzt erstmal das Programm ein bisschen meckern, dass die Lizenz nicht installiert werden konnte, müssen wir uns erstmal mit unserem Autodesk-Konto auf der rechten Seite bei Verbinden anmelden. Mal schauen, ob das jetzt klappt oder ob der hier auch keine Verbindung zum Server hinbekommt. Ja,
Ja, ist nicht verfügbar, also jedenfalls müsst ihr euch hier anmelden mit eurem Account, falls ihr Lizenzprobleme habt und das Programm nicht aktiviert wurde. Fangen wir auch gleich an. Wie ihr seht, auf der linken Seite sehen wir erste Schritte. Hier können wir eine neue Zeichnung starten, Dateien öffnen, Plansatz öffnen, weitere Vorlagen online abrufen, Beispielzeichnungen anschauen. Also hier in der Mitte sind schon ein paar Beispielzeichnungen. Hier erscheinen dann normalerweise eure letzten Zeichnungen, die ihr geöffnet habt. Bei Benachrichtigung, ja, sehen wir halt neue News über das Programm, über Autodesk, was da so Updates anstehen und so weiter und so fort und natürlich darunter verbinden. Wenn wir jetzt mit der Maus hier drüben auf Erfahren klicken, da haben wir dann auch ein Lernprogramm integriert, wo in einzelnen Videos erklärt wird, wie die Funktionen funktionieren und so weiter und so fort. Aber die Videos, ja, die ziehen sich in die Länge. Wir machen das halt auf einen Schnellkurs sozusagen, ja. Also ich werde jetzt die einzelnen Schritte erklären, wie man hier zeichnet, wie man bemaßt und so weiter, wie man Blöcke erstellt, Attributsdefinitionen anwendet. Aber ich werde jetzt nicht ganz genau in das Detail reingehen. Ihr könnt ja gerne bei mir einen Kurs buchen. Schreibt einfach an die E-Mail redaktion@gammasin.de. Ihr findet das auch nochmal in der Kanalinfo, die E-Mail-Adresse, und da könnt ihr euch gerne bei mir melden und einen Termin mit mir ausmachen. Okay, also dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es dann losgeht mit den ersten Zeichenfunktionen. Bis dahin.